Ihr Lieben, ich habe euch heute ein paar Gedanken mitgebracht zu einem Bibelvers, den ich ganz besonders liebe. Das steht im Buch Jesaja Kapitel 43 und zwar lautet der Vers: Ich schaffe jetzt etwas Neues. Es kündigt sich schon an. Merkt ihr das nicht? Ich werde eine Straße durch die Wüste legen und lasse dort Ströme fließen. Ich finde den so wundervoll, diesen Vers, weil das von Hoffnung handelt. Gott schreibt das ja selber, er spricht da und er verspricht, dass es weitergeht. Und zwar nicht nur irgendwann in der Ferne, ganz am Ende wird es mal gut werden, sondern er sagt, das fängt schon an. Merkt ihr das nicht? Jetzt kann man das schon entdecken. Vielleicht haben wir nicht den richtigen Blick darauf. Und ich bete und ich wünsche uns das, dass wir das lernen, mit Gottes Augen die Lage zu betrachten. Dass wir unser Leben, das Leben derer, die uns umgeben und auch die Situation so sehen, wie Gott die sieht. Und dann können wir die entdecken, die Hoffnung, die schon drin steckt und das Neue, was beginnt. Gott hat das versprochen und da können wir uns felsenfest drauf verlassen. Vielleicht sieht es jetzt aus wie eine Wüste. Vielleicht ist das keine schöne Situation, in der wir stecken, jetzt mit diesem ganzen Coronavirus-Quarantäne-Desaster. Aber da gibt es einen Weg hindurch und Gott weiß ja, wie das geht. Der hat den Überblick, da können wir uns drauf verlassen. Und ich wünsche uns das, dass wir heute einen Tag haben, wo wir hoffnungsvoll mit dem Vertrauen darauf, dass Gott es gut meint, durchgehen können. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag.